Und zum Tagesgespräch bei Phoenix begrüße ich ganz herzlich Professor Frank Brettschneider, Kommunikationswissenschaftler. Guten Morgen. Guten Morgen, grüße Sie. Als Kommunikationswissenschaftler, was würden Sie sagen, der Wahlkampfgewinner oder Kommunikationsgewinner ist wer? Die SPD, das hätte ihr niemand zugetraut Anfang des Jahres aus diesem Bereich, in dem sie sich da bewegt hat, etwa 15% so rauszukommen. Das liegt jetzt nicht alles an der SPD, sondern da haben CDU und Grüne auch richtig viele Fehler gemacht. Aber die SPD hat diese Fehler genutzt zu ihren Gunsten und steht jetzt so da, wie das keiner für möglich gehalten hätte. Ja, wäre das dann auch gleichzeitig das überraschendste Moment des Wahlkampfes für Sie? Ja, wäre es. Verbunden mit den tatsächlich vielen Fehlern, die CDU und Grüne gemacht haben. So etwas habe ich noch nicht erlebt in einem Wahlkampf, dass gleich zwei sehr aussichtsreiche Parteien, die eigentlich ihre Koalition Schwarz-Grün unter Dach und Fach hatten im März, dann in der heißen Phase, wenn es drauf ankommt, pleiten Pech und Pannen aneinander rein. Das war in Strecken auch ziemlich unprofessionell. Pleiten, Pech und Pannen sind ja nicht automatisch Inhalte. Inhalte sind doch eigentlich gefragt, oder? Ja, aber die Inhalte müssen vermittelt werden und dazu gehören Personen. Die Spitzenkandidaten verleihen dem Programm ihrer Partei Gesicht und Stimme. Und das müssen sie dann auch gut machen. Man muss verstehen, verständlich nachvollziehen können, worum geht es eigentlich? Was sind die Hauptunterschiede? Und da hat man bei Armin Laschet nicht wirklich viel zu Beginn erkennen können. Man hatte so fast den Eindruck, er will sich ins Bundeskanzleramt merkeln, also mit einem Wahlkampf reinkommen, der eigentlich ein Amtsinhaberwahlkampf ist und der funktionieren kann, wenn man einen Leistungsbilanzwahlkampf führt. Das kann er nun nicht. Und diese thematische Ärmel, die ist ihm dann auch tatsächlich auf die Füße gefallen. Also ist dann effektiver diese Raute, um ins Kanzleramt zu kommen? Die Raute ist nun auch für die meisten Menschen eine Nebensächlichkeit, wenn sie das überhaupt mitbekommen haben. Aber sie ist ein schönes Symbol, wie Olaf Scholz tatsächlich versucht hat, eher den Merkel-Wahlkampf anzunehmen und zu imitieren. Und zwar über diese Art und Weise auch eine wichtige Botschaft zu transportieren. Mit mir gibt es beides. Einerseits Stabilität. Sie kennen mich schon, so wie Frau Merkel das auch immer betont hat. Und auf der anderen Seite will ich aber etwas anders machen als in der GroKo. Es gibt auch den Wandel. Und in der Bevölkerung ist ja so ein Bedürfnis da, beides zu haben. Einerseits Stabilität in Krisenzeiten und auf der anderen Seite aber eine Veränderung in der Politik. Nur nicht zu stark. Da gibt es diese Begriffe, die sich in so einem Wahlkampf herausbilden. Ich habe mal vier rausgesucht, die gehen wir mal nacheinander durch. Gescholzt. Ja, gescholzt, sich auf eine Art und Weise in der Diskussion verhalten, dass Vorwürfe an einem abtropfen, so Teflonartig, ein kleines bisschen lakonisch, unaufgeregt. Früher hat man gesagt, langweilig, undynamisch. Inzwischen sagt man, da hat sich einer hingescholzt, also lässig, locker, unaufgeregt, sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Okay, Ihre Einschätzung. Nächster Begriff, verbärbockt. Ja, verbärbockt ist, wenn man eine gute Startposition hat, alle Trümpfe in der Hand und sie dann eins nach dem anderen aus der Hand gibt. Angefangen bei den Nachmeldungen von Zahlungen, dann über den Lebenslauf und die Plagiate im Buch. Verbockt, verbärbockt. Man wird sagen können, dass die Grünen nicht so gut abschneiden, wie sie hätten abschneiden können, liegt zu einem großen Teil an ihr. Ja, nächster Begriff und genau zuhören bitte. Lasset. Ja, das ist eine Aufforderung von vielen Unionsanhängern an ihren Spitzenkandidaten, bevor er Spitzenkandidat wurde. Armin Laschet hätte es sein lassen sollen mit der Spitzenkandidatur. Herr Söder hätte die deutlich größeren Chancen gehabt, wenn man es nur aus der Perspektive der Attraktivität bei den Wählerinnen und Wählern betrachtet. Da wäre Söder der bessere Kandidat gewesen. Die Aufforderung an Armin Laschet, es doch sein zu lassen, ist da vor diesem Hintergrund nachvollziehbar. Okay, lasse ich auch unkommentiert, weil ich stelle ja nun die Frage, nämlich die nächste. Der Begriff unverblümt.
Unverblümt. Da müssen Sie mir auf die Sprünge helfen. Ich denke mal in Richtung CSU und Bayern und kleine pikante Spitzen, die immer wieder mal von dort gesendet werden, in Richtung Armin Laschet, weil der Stachel tief steckt und der Schmerz groß ist darüber, dass die CDU insgesamt nicht wird gut abschneiden können und die CSU in Bayern ja auch nicht. Sie wird über ihre Direktmandate dennoch in den Bundestag einziehen, aber von dem selbstgesteckten Ziel wahrscheinlich ein ganzes Stück entfernt bleiben. Ja, gemeint war natürlich der Generalsekretär der CSU, Markus Blume in diesem Fall, der ja immer wieder reinsticht. Okay, die Begriffe lassen wir mal sein. Kommen wir mal zum besten Redner, Wahlkampfredner. Da wurde, ich weiß gar nicht mehr von wem, Christian Lindner gekürt. Auch Ihre Wahl? Ja, wenn man jetzt nicht auf die Inhalte achtet, das hat ja auch der Redenschreiberverband nicht getan, sondern auf das rhetorische Geschick, die Art und Weise, wie eigene Positionen dargestellt werden, auch mit Beispielen versehen werden, pointiert werden und auf eine für die eigene Wählerschaft gute Art und Weise transportiert werden, dann ist Christian Lindner tatsächlich, würde ich auch sagen, an der Spitze der Rednerinnen und Redner. Und wie würden Sie den Wahlkampf einschätzen, wie er im Internet und in den sozialen Medien geführt wurde? Gab es da die erwartete Schlammschlacht, vor der ja viele gewarnt haben? Ja, diese erwartete Schlammschlacht hat es gegeben. Das, was in sozialen Netzwerken, auch in Messenger-Diensten zu beobachten ist, ist wirklich sehr betrüblich und besorgniserregend. Da kennen dann Hass und Hetze auch kaum noch Grenzen. Auf der anderen Seite muss man sich fragen, wie relevant ist das für die Wählerschaft insgesamt? Die meisten Menschen nehmen den Wahlkampf dann eben doch nicht über soziale Netzwerke wahr, sondern über gute alte analoge Medien, angefangen bei dem klassischen Wahlplakat, über Broschüren, aber auch Wahlwerbespots im Radio oder im Fernsehen oder Anzeigen in der Zeitung. Das soll die sozialen Netzwerke nicht verharmlosen, aber man muss ein bisschen in Relation sehen. Aber dass der Kampf gegen Hass und Hetze im Netz eine Daueraufgabe ist für uns als Gesellschaft, das ist, glaube ich, auch in dem Wahlkampf wieder klar geworden. Diesen Punkt wollen wir auch noch setzen. Ich hatte noch ganz viele Fragen. Vielleicht noch eine zum Schluss, weil wir auf den letzten Metern kurz vor der Bundestagswahl sind. Wie erreicht man die Last-Minute-Wähler und die taktischen Wähler jetzt noch? Ja, nochmal eine direkte Ansprache und eine Zuspitzung, worum geht es? Ist die Zweitstimme eine Kanzlerstimme? Dann läuft das zugunsten von Olaf Scholz. Oder ist die Zweitstimme eine Richtungsstimme, bei der entschieden wird über eine Zusammensetzung von Koalitionen? Dann hat auch die CDU/CSU noch eine Chance. Entschieden ist da noch gar nichts, kommt auf die letzten Meter tatsächlich diesmal an. Ich danke ganz herzlich für Ihre Einschätzung. Danke fürs Gespräch, Professor Frank Brettschneider. Danke Ihnen.